Hallo und seid gegrüßt, meine Freunde. Wir spielen wieder LS22 und heute sind wir wieder zurück im winterlichen Polen. Ja, ihr seht, 7:30 am Morgen und es schneit mal wieder. Ja, und die vielleicht aufmerksamen Zuschauer unter euch werden es am Motorensound schon hören. Genau, heute werde ich nochmal endlich den W50 zum Einsatz bringen. Ja, beim ersten Schneefall waren ja ich und auch einige von euch doch ein bisschen traurig und enttäuscht, dass wir hier auf der Osada leider keine Straßen beräumen können. Hatte ein bisschen im vorangegangenen Video meine Pläne durchkreuzt. Und ich habe mich daher entschlossen, auch wenn es wieder Winterdienst ist, aber heute nochmal mit dem W50 zu fahren. Und ja, wir werden keine Straßen räumen, sondern wir müssen bei der Gärtnerei vorbeifahren, müssen dort den Schnee schieben. Das Sägewerk hat angerufen. Und vielleicht, wenn wir es noch schaffen, werden wir auch mal bei unserem Gewächshaus oben vorbeischauen. Ich habe ja immer noch die leise Hoffnung, dass dort vielleicht mal wieder dieses Foliezelt drauf ist. Ist mir ja leider noch nicht gelungen, euch das zu zeigen. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ist ja ein Mod, ne, von der Oma Tanna. Und wenn es schneit, gehe ich eigentlich davon aus, dass da Folie drüber sein sollte. Aber wir werden sehen. So, also W50 ist mit Streuaufsatz ausgestattet. Der ist voller Salz, Schiebeschild ist dran, Hof habe ich schon mal ein bisschen geräumt, wollte ich jetzt nicht nochmal zeigen. Wir werden jetzt einfach mal zur Gärtnerei hochfahren. So. Absenken das Ding und rum hier. Ja, ist für alle Ostalgie-Fans, die auch ich einer immer noch bin, eigentlich ein Muss, ne, dass man den W50 auch mal im Winter zeigt. Das Salz, denke ich, können wir uns sparen, weil das Räumschild doch ganz ordentlich seinen Job erledigt. So, und jetzt geht's mal hier rein in die Gärtnerei. Machen wir hier ein bisschen Bahne. Hat ja wieder ganz ordentlich dieses weiße Katastrophenpulver hier runtergeschmissen, ne? So, vielleicht nicht zu dicht an die Gewächshäuser ran. Vielleicht hätte ich den Schnee auch auf die andere Seite schieben sollen. Naja, gut. Fehler sind dafür da, dass man sie macht, nicht? Was immer wieder schön ist, ist auch diese Morgenstimmung hier auf der Map, auch wenn es Winter ist. So, jetzt
Müssen wir aber doch, denke ich mal, den Haufen hier ein bisschen auf die linke Seite an den Feldrand schieben. Einfach, dass die Einfahrt ordentlich befahrbar ist. So, da sieht er schon gar nicht schlecht aus. Und dann denke ich, werde ich hier nochmal durchfahren und die Reste zur linken Seite rüberschieben. Und dann ist doch hier die Zufahrt gewährleistet, denke ich. So, hier noch ein bisschen an den Rand. So, okay, das haben wir geschafft und jetzt geht's hoch zum Sägewerk. Ich sehe gerade, ich könnte eigentlich noch hier hinten die Arbeitsscheinwerfer anmachen. Einfach, dass wir richtig gut zu sehen sind und als Winterdienst erkennbar. So, packen wir auch noch an den Rand. Ja, und den schmalen Streifen hier, den können wir wahrscheinlich nicht wegräumen, oder? Geht das doch? Mal gucken. Nee, leider nicht. Dem Räumschild hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt. Dann bin ich eigentlich sehr glücklich, weil das ist sehr flexibel einsetzbar. Das macht richtig Spaß, damit zu arbeiten.
Gut, Hofzufahrt, Gärtnerei ist vom Schnee befreit. Hier haben wir jetzt leider nichts zu tun, aber na gut. Hätte mich ja auch immer wieder noch über das versprochene Update oder die Erweiterung vor allen Dingen der Karte gefreut, die der Mapper angekündigt hatte, aber ja, bislang, Updates sind zwar ein paar gekommen, aber das war eigentlich alles nur marginal und ja, Kleinkram, was jetzt die Performance angeht, den Verkehr hat er verbessert und. Aber ansonsten ist da noch nichts weiter gekommen. Und ich habe mich auch entschlossen, dass es mit dieser Folge dann ein Ende hat. Nicht mit der Map, sondern mit dem Winter. Ganz ehrlich, ich werde den Februar dann doch überspringen und im März wieder hier in Polen aufschlagen. Einfach weil es, denke ich, für mich und auch vielleicht auch für euch dann doch zu eintönig wird. Immer nur Schnee und ja, sinnlos irgendwelche Bäume wegholzen, die mir nicht gehören, habe ich ehrlich gesagt auch keine richtige Lust drauf. Weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr das gut findet oder nicht. Also ich würde für meinen Teil dann gerne den Winter hinter mir lassen wollen. So, was ist denn jetzt mit dem W50 hier? Ich mich jetzt als erstes mal hier um die Zufahrt kümmern, logischerweise, ne? Und die laufen wieder kurzärmlich hier rum. Mann, oh Mann, haben die Leute eine Hitze hier. Können ja mal noch den Salzstreuer einschalten. Mal sehen, ob der was bringt. Ich denke allerdings, das ist zu viel Schnee. Genau. Aber der Optik halber sieht es doch ganz nett aus. Das war ja, glaube ich, im LS19 schon so, wenn man mit Seasons gespielt hat, dass der Salzstreuer nur bei kleineren Schneemengen funktioniert hat. Und hier haben wir wahrscheinlich auch am Rand überall eine Kollision. Drum hebt es das Räumschild aus, weil der Schnee nach rechts nicht beiseite geschoben werden kann. Ist jetzt nicht so schön, aber man kann es nicht ändern.
So, nochmal hier durchfahren, die Reste beiseite schieben. Und dann würde ich sagen, habe ich doch vielleicht einen ganz guten Job hier oben gemacht. Hoffe ich mal, dass die zufrieden sind mit mir. Hier einfach noch mal die Spur ein bisschen verbreitern. Die Schneehaufen, wurde mir gesagt, die wollen sie dann hier mit dem Radlader irgendwie beiseite räumen. Es ging nur darum, erstmal eine Durchfahrt zu schaffen. Soweit in meiner Fantasie. Oh, was ist denn jetzt gewesen hier? Irgendwo an der Kante hängen geblieben. Ich würde sagen, so lassen wir es und schauen noch mal bei unserem Gewächshaus vorbei. Ja, und weil eben, wie ich vorhin schon am Anfang des Videos gesagt hatte, die Updates da jetzt für die Karte nicht gravierend sind, meiner Meinung nach, habe ich auch noch kein neues, oder die Updates nicht drauf gemacht, so rum. Neues Safe Game braucht es ja nicht. Aber ich habe halt Sorge, dass das, was ich da oben gebaut habe, auch wenn es bloß das kleine Gewächshaus und der Hühnerstall sind, aber vielleicht dann Schaden nehmen und weg sind oder. Ja, ich lauere wie gesagt weiterhin auf doch eine Erweiterung. Vielleicht kommt sie ja noch und mein Wunsch wird erhört. Und ansonsten machen wir mal so weiter hier. Solange wie ihr das auch noch sehen wollt. Wenn ihr sagt, okay, die Map bleibt so und können auch ohne Projekt Osada leben, dann würde ich mich da doch der Mehrheit anschließen.
Gibt ja jetzt auch viele andere schöne Karten noch. Wobei die immer wieder einer meiner Favoriten bleiben wird. Einfach schon, weil sie so schön dekoriert ist. Ne? Habe ich auch schon 100 Mal gesagt. So. Wir haben ganz einfach nochmal hier bei uns am Hühnerstall durchfahren, auch Bahne machen. Tja, und wie ihr seht, es ist keine Folie auf dem Gewächshaus. Finde ich sehr, sehr schade, weil das macht den Mod eigentlich kaputt damit. Weiß nicht, oder mache ich einen Fehler? Habe ich einen anderen Mod drauf, der mir da dazwischen funkt? Ich weiß es nicht. Ich habe die Folie einmal kurz gesehen, ja, die war da. Und wollte auch dazu dann eine Aufnahme starten. Und als ich wieder auf die Karte gekommen bin, war das Foliezelt weg. So, hoffentlich mache ich mir mit dem Schnee hier nicht meine Tore kaputt. Meine Hühner scheint der Winter überhaupt nicht zu stören. Die rennen hier draußen rum und legen Eier, Gott sei Dank. Können wir noch mal gucken gehen, wie es mit dem Futter aussieht. Dass die was finden hier in dem tiefen Schnee. 4390 Liter, also Futter ist noch da. Gemüsepaletten gibt es keine, hatte ich ja erst verkauft. Ja. Und hier drin liegt kein Schnee und es blüht wie verrückt. Naja, ohne Worte. Ich würde aber sagen, hiermit möchte ich die Folge beenden und damit auch den polnischen Winter beenden. Ich hoffe, dass es euch trotzdem Spaß gemacht hat, auch wenn wir wieder nur Schnee geschoben haben, aber dafür mit dem W50. Und das hat mir viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es ein neues Video auf meinem Kanal gibt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.